Einen wunderschönen guten Tag und hallo aus Santa Monica. Ich bin wieder zurück in Los Angeles und im Vergleich zu meinen letzten Vlogs eine 180-Grad-Wende, was Wetter betrifft, was Natur betrifft, was Menschen betrifft. Ich muss sagen, ich bin nach Los Angeles reingefahren und mein Stresspegel ist direkt von hier nach hier geschossen. Sechsspurige Autobahn, Tausende und Tausende von Menschen, aber jetzt ist das Wetter. Ich meine, das Wetter ist traumhaft, man kann sich nicht beschweren. Das heutige Video wird einfach mal ein schöner Feel-Good-Vibe-Vlog hier aus Santa Monica, um euch ein bisschen Sonnenstrahlen, ein bisschen schönes Wetter, ein bisschen Strand, ein bisschen Meer nach Deutschland zu schicken. Wir sind heute in 37 Grad Celsius bei mir zu Hause losgefahren und jetzt ist es hier gerade 20 Grad Celsius. Innerhalb von ein paar Kilometern. 15 Kilometer. Ja, 15 vielleicht. Und 17 Grad Unterschied. Hallo Philipp. Hallo. Wer ist der mit der Glatze hier, der Wischmopp? Was geht heute? Ja, ich bin's wieder. Ich bin's wieder. Ist Philipp. Uwe wieder da? Hallo. Wann kommt Uwe eigentlich wieder? Muss ich umdrehen. Uwe dann mehr. I already know better. 24K got nothing on me. Make you want it forever. Try to play a game, but you don't play for keeps. Messing with a girl from the east side, yeah. Kinda love you, wanna build your dreams on, yeah. But I already know better. I'm a go-getter and I got me. I'm good. I'm head over shoes on hardwood. For me, you know I wrote the book. I'm moving along from somebody wrong, ah. Go ahead, tell me all the ways you miss it. How you want me back in your bed. But I'm not around for hearing you out. I gave you too much honestly and you closed the door. Now you're calling me but I don't need you anymore. Yeah, I already know better. 24K got nothing on me. Make you want it for. Ganz intelligentes Vloggen heute wieder. Erstmal die Sonne hinter mir, schlechteste Beleuchtung überhaupt. Und zweitens habe ich gemerkt, dass mein Mikrofon die ganze Zeit nicht eingesteckt war. Und mindestens das, was ich euch gerade erzählt habe, ich habe gerade was aufgenommen, wurde überhaupt nicht aufgenommen. Schlau. Hier hinter mir seht ihr nämlich das Santa Monica Pier. Unter anderem kennen viele von euch das natürlich aus GTA. Wir waren auch in meinem letzten Livestream, wo wir hier die GTA-Orte gesucht haben, waren wir genau da vorne am Strand und haben da auf den Sonnenuntergang gewartet. Es kommen auf jeden Fall noch zwei Videos von Santa Monica. Eins, eine Tour durch Santa Monica für euch, wenn ihr in den Urlaub fahrt, damit ihr alle Orte seht, die man hier besuchen kann, was man sehen muss, wenn man in Santa Monica und Venice Beach ist. Und zweitens ein Video, wo wir wirklich alle Orte von GTA 5 abfahren und euch zeigen, welche Orte hier wirklich in Los Angeles sind, wie der Livestream letztens, aber wirklich, dass wir zu den Orten hinfahren. Jetzt sind wir gerade hier. Schaut euch das an. Kennt ihr den Ort noch? Hier war ich auch schon in zwei Videos. Da trainieren immer die Acro-Yoga-Tricker, Parkour-Leute, Martial Arts, alles Mögliche jeden Sonntag. Und jetzt ist es gerade nicht Sonntag, deswegen sind hier nicht so viele Leute. Aber ja, den kennt ihr auch schon aus ein, zwei Videos von mir. Manche von euch kennen ja den Muscle Beach aus Venice Beach, aber das hier in Santa Monica, genau hier, ist tatsächlich der echte Muscle Beach. Hallo, wie geht es Ihnen? Wie geht es dir? Gut. Gut? Gut, ja, sehr gut. Das hier ist der echte, originale Muscle Beach hier in Santa Monica. Okay Philipp, rückwärts also.
diesmal, Leute, mache ich nicht den Fehler wie letztes Mal. Dieses Video ist noch gar nicht raus, das vom letzten Mal. Deutsche Sonnenmilch. Toll, du. Diesmal werde ich sie benutzen. Es ist ein Dog, ich habe sie schon benutzt, also muss ich mich nicht nochmal eincremen. Okay. I don't cry when it rains no more, or I get dirt on my shoes. I don't mind climbing 8 more floors, 'cause these stairs are all heading to you. Ich versuche nur das Video mit weiteren Minuten zu füllen, damit ich mehr Werbung schalten kann. Ja, ja, Werbung ist gut. Wir brauchen das. Ihr seht, wenn ihr das hier gerade mit der momentanen Situation in Deutschland vergleicht, dann ist es wirklich, als wäre man auf einem anderen Planeten. Und nicht nur, weil es hier jetzt gerade sonnig und palm ist, sondern einfach, wie die Lage ist. Ihr seht, es ist brechend voll hier, als wäre nie was gewesen. Mal gucken, ob es hier so gut weitergeht oder ob das auch noch mal nach hinten losgeht. Aber ja, ich will das über das Thema nicht so gerne reden, weil ich immer noch Angst habe, dass meine Videos dann gesperrt werden. Seht, selbst alle Läden sind mittlerweile wieder auf. Hier H&M hinter mir, was weiß ich alles, Restaurants, Kleidungsläden, da ist ein Kino, das ist sogar wieder auf. Wir sind hier nämlich gerade noch in der 3rd Street Promenade, ein Ort, den ich auf jeden Fall empfehlen würde schon mal, wenn ihr hier seid in Santa Monica. Hier sind überall Geschäfte und es ist einfach so eine schöne Straße, Fußgängerzone nennt man es, Fußgängerzone. Und da ist auch noch daneben eine Outdoor Mall, also ein Einkaufszentrum, das draußen ist. Philipp, was machen wir hier jetzt gerade? Rumlaufen, Klamotten gucken, Tesla gucken, vielleicht was essen. Klamotten gucken? Wer guckt gerade Klamotten? In Urban Outfitters. Ich mag den Laden nicht. Ich auch nicht. War das bei Hollister, wo immer die Leute vorstanden? Oder da war noch ein anderer Laden, der hieß auch so ähnlich, oder? Ich habe mich auch mal beworben. Echt? Nicht angenommen. Ja. Hollister und so ein Abercrombie? Anderer. Abercrombie Fitch, ja. Wo standen bei beiden immer die Leute davor? Die ich glaube, aber Hollister war bekannt. Das war immer das Geilste, aber wenn man da reingegangen ist, sofort immer auch in Deutschland, hey, how you doing? Ja, ja. Welcome to Hollister. Ja. Hey, how you doing, bro? Immer überfreundlich sind. Ja, ja, ja. So wie die eine aus deinem Vlog. Oh nee, das war der Typ mit der Mütze in deinen Vlogs, in deinen Videos. Der mit der Cappy, der Starbucks. Ach so, ja, wie in meinem Sketch. Ja. Excuse me. Sorry, excuse me. I'm sorry. Ich gucke seine Videos. Alle. Er hat immer noch was zu sagen, wenn ich gerade ausmachen will. Hat er jetzt noch irgendwas zu sagen? Nee. Okay, du hast jetzt noch einmal die Chance. Okay, tschüss. Also eigentlich...
now probably still fits like a glove. And tell the band to play one more slow song, 'cause you still have all my love. One more cold drink, one more road, one more dance before the doors get closed. Ach so, das war doch mal wieder ein wunderschöner Tag am Strand. War auch länger nicht mehr in Santa Monica. Ich tue gerade so, als wäre ich gerade nach Hause gekommen, aber mein Rucksack steht schon da. Hashtag Vloggen. Hier wartet gerade was auf mich. Und was das ist, werdet ihr bald erfahren, beziehungsweise die Leute, die regelmäßig meine Livestreams gucken auf Twitch. Ich bin jetzt auf Twitch. Die wissen wahrscheinlich, was da drin ist. Ich lege einfach meine Kamera hier drauf. Ja, naja, traumhafte Einstellung. Aber ist auch egal, ist ja sowieso das Ende des Videos. Vielen Dank an alle Leute, die mich auf Patreon und PayPal unterstützen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hier könnt ihr nochmal den letzten Vlog oder einen Vlog aus Lake Tahoe gucken, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt. Quasi das Gegenteil von heute mit Eisbad und Wikingerburg mitten in den Bergen. Übrigens kommt noch ein weiteres Video aus Oregon, aber das habe ich schon erwähnt, glaube ich. Das wird so ein bisschen mehr Dokumentar-Style. Ich probiere mich da so ein bisschen aus. Das heißt, deswegen sitze ich da gerade ein bisschen länger dran. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag und eine schöne Woche. Auf Wiedersehen. Peace.